Hören mich alle? Oh, das klappt mir schon sehr gut. Siebte Klasse, hier vorne sagt einer was und alles ruhig. Selten, freut mich. Einmal herzlich willkommen hier an den beruflichen Schulen in Korbach und Bad Arolsen. Mein Name ist Dirk Schmid, ich bin Studiendirektor hier an dieser Schule. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, auch im Namen unseres Schulleiters, Herrn Oberstudiendirektor Uwe Schönrock, der leider zurzeit an einem anderen Termin ist. Heute sind ja ganz, ganz viele Sachen. Wir haben Jobday, wir haben Abi-Verabschiedung, also alles heute. Ne? Aber ich denke, oder ich bemühe mich, dass ich es auch heute ganz gut über die Runden kriege. Ne? Ganz besonders möchte ich heute die kommenden Schülerinnen und Schüler begrüßen, die sich das alles ein bisschen angucken, was es denn für berufliche Schwerpunkte gibt und was sie selber im nächsten Jahr machen können. Dann die Eltern natürlich, die hier sind, die Betriebsvertreterinnen und Vertreter, die Vertreterinnen der Presse, des Radios und des Fernsehens, die Vertreterinnen und Vertreter des staatlichen Schulamtes, des fachlichen Schulen, und die Kolleginnen und Kollegen von unseren Partnerschulen, die ebenfalls heute reichlich vertreten sind. Und ganz besonders unseren Landrat, Herrn Van der Horst. Gut, Sie befinden sich hier in einem Teil unserer grundauf neu sanierten Schule in der Cafeteria. Die ist seit ungefähr 3 Wochen auf und wir dachten, das ist die Gelegenheit, sie vernünftig mit einer Großveranstaltung einzuweihen. Das ist also die erste Großveranstaltung, die heute hier stattfindet. Das heißt, wenn ihr dann nächstes Jahr hierher kommt, liebe Schülerinnen und Schüler, dann könnt ihr euch hier reichlich eindecken mit Essen und Trinken. Das heißt, verhungern wird hier keiner. Jetzt ist die Frage, wo kommt ihr denn? In welche Schule kommt ihr dann? Das ist einer der größten Schulen in Hessen, die beruflichen Schulen in Korbach. Ich habe mir mal die aktuelle Statistik gerade geben lassen. Wir haben insgesamt 147 Lehrerinnen und Lehrer und 2464 Schülerinnen und Schüler. Das ist also der Stand heute. Damit sind wir ein sehr, sehr großes System und ihr werdet dann im nächsten Jahr zumindest an einem Tag Teil davon. An dem Programm Berufsorientierungsprogramm Profilentwicklung und Berufsorientierung nehmen 3 allgemeinbildende Schulen teil, hier im Nordkreis, nämlich die Kaulbach Schule in Bad Arolsen, das Schulzentrum an der Warte in Sachsenhausen und die Kugelsburg Schule in Volkmarsen. Und ihr werdet dann gleich nach dieser kleinen Begrüßung die ganzen Schwerpunkte kennenlernen. Bevor das aber passiert, freue ich mich, dass unser Landrat ein paar Worte zu uns sprechen wird. Ach, sehr verehrter Herr Schmid, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr verehrte Eltern, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem heutigen Präsentationstag im Rahmen des Programms ProB. ProB ausgeschrieben, wir haben es eben schon gehört, Profilentwicklung und Berufsorientierung klingt sehr sperrig. Dahinter steht aber ein wichtiges Thema, nämlich die Frage, wie ihr euch orientieren wollt, wie ihr den Weg findet in die Berufswelt und umgekehrt, wie es den Unternehmen und den Betrieben vor Ort gelingt, auf euch zuzugehen. Ja, das ist tatsächlich auch eines der ganz wichtigen Botschaften, die für euch heute auch bereitgehalten werden soll. Die Wirtschaft, die Ausbildungsbetriebe warten auf junge Menschen, wie ihr es seid, gut ausgebildet in der Allgemeinbildung und dann hoffentlich zu begeistern für die klassische Berufsausbildung im dualen System. Das Projekt ProB soll damit beginnen, dass ihr zunächst einmal allgemein, das ist der erste Aufschlag, herangeführt wird an theoretische Informationen, was gibt es für Berufsfelder, die wir dann euch auch weiterhin noch anbieten können. Und ihr werdet ja gleich Gelegenheit haben, die Arbeitsergebnisse des älteren Jahrgangs mal euch anzuschauen, die Ergebnisse der Präsentationen der Schülerinnen und Schüler, die schon mal reingeschnuppert haben in das Berufsleben und in die Berufswelt. Das ist ein breites Spektrum, was angeboten wird. Das ist eine tolle Chance für euch, euch zu erproben, mal hinter die Kulissen zu schauen, mal auf die Betriebe zuzugehen, mal zu erfahren, wie funktioniert das eigentlich so in so einem Betrieb, welche Regeln gelten da, wie geht man mit den Kolleginnen und Kollegen um. Und ganz wichtig, gelingt es mir, für mich ein Bild zu kreieren, zu
ja, zu einer Entscheidung, zu einem Urteil zu kommen, was für mich möglicherweise ein entspannter Beruf sein kann. Zuweilen gehört dazu, dass man vielleicht auch feststellt, es hat sich nicht bewährt, der Plan ist nicht aufgegangen, ich habe mich vielleicht falsch entschieden, ich hätte mal gerne woanders hineingeschaut. Auch das ist möglicherweise ein Erkenntnisgewinn, weil das soll ja auch gerade das Thema Berufsorientierung ja dann letztlich aber auch bringen, dass ihr für euch auch mal entscheiden könnt, was euch liegt, was euch vielleicht weniger gut liegt. Und das dient allen Beteiligten. Warum sage ich das? Jetzt mal ganz handfest. Berufsleben, was vor euch steht, nach Abschluss der Berufsausbildung, dient natürlich dem Broterwerb, der Sicherstellung des Lebensunterhaltes, aber es geht um deutlich, deutlich viel mehr. Wenn man so aufsteht, mit Freude zur Arbeit geht und da seine Erfüllung findet, der hat eine Menge Lebensqualität zu erwarten und umgekehrt muss ich mich morgens früh quälen, habe keinen Spaß an der Arbeit und schriebe da viel Frust, dann habe ich sehr viel Lebensfreude geopfert. Deshalb lohnt es, die Chancen wie diese klug zu nutzen und für sich einen Weg zu finden, der einen eben genau dahin führt, dass es am Ende des Tages für alle Beteiligten auch passt. Aber keine Angst, auch diese ersten Entscheidungen sind letztlich auch nicht so zwingend, dass man am Ende des Tages nicht noch sich weiterentwickeln kann, sich auch noch weitere Aufgabenfelder und Qualifikationen erschließen kann. Das Bildungssystem ist wirklich sehr durchlässig geworden, aber eine sehr gute und tolle Grundlage bietet die klassische duale Ausbildung. Übrigens habe ich auch mal gemacht. Also man kann auch Landrat werden und beginnt mit der klassischen Berufsausbildung. Seinerzeit habe ich mal meinen ersten Fußstapfen in der Stadtverwaltung in Korbach mal hinterlassen. Und dann ging es eben entsprechend weiter und irgendwann kam zum Abschluss auch mal ein Masterstudiengang. Also das kann alles gut auch gelingen. Ich habe die Zeit nie gemisst. Ich habe eine Menge gelernt in dieser Ausbildungszeit und das hat am Ende des Tages mein Berufsziel auch konkreter werden lassen. Wenn ich das so nicht hätte nutzen können, wäre ich möglicherweise heute Elektroingenieur geworden. Das war meine Idee nach dem Abitur. Wenn ich ganz ehrlich bin, vermutlich wäre es kein Treffer geworden. Ja, nutzt die Gelegenheit, nutzt den Austausch mit den Betrieben, heute noch nicht, aber mit den älteren Schülerinnen und Schülern, welche Erfahrungen sie schon mitgebracht haben. Das wirklich spannende Jahr wird das nächste Jahr sein. Und auch das nachfolgende Jahr, wenn es dann auch Richtung des Abschlusses Ihrer und eurer Schullaufbahn letztlich auch ist. Die Situation für euch ist sehr komfortabel. Die Unternehmen warten auf euch. Die suchen händeringend junge Talente, die sich engagieren und dort einbringen. Und das ist eine Chance, die ihr unbedingt auch nutzen solltet im positiven Sinne, indem ihr für euch eine kluge Auswahl findet und aber auch offen seid, auf die Unternehmen zugeht, weil die, werdet ihr auch erleben, sind offen für euch und warten auf die jungen Menschen, die sie mit über die Ausbildung dann auch an das Berufsfeld heranführen wollen. Nutzt die Zeit, nutzt die Situation auch zu lernen, wie Arbeitswelt anders funktioniert als Schule, das mag so sein, aber auch da müsst ihr keine Bange davor haben, Generationen von Schülerinnen und Schülern vor euch haben das immer wieder auch klug gelöst. Ich möchte abschließend Danke sagen den Partnern. Ich denke jetzt beispielhaft Richtung der Kreishandwerkerschaft. Ich denke aber auch an das staatliche Schulamt. Ein solches Projekt geht nur mit breiter Unterstützung. Das ist hier an dieser Stelle auch gelungen. Wir brauchen natürlich insbesondere die Betriebe, Unternehmen, die Kammern und die Verbände, damit es eben möglich ist, diesen Blick hinter die Kulissen tatsächlich für euch auch zu ermöglichen. Ich weiß, das geschieht nicht ganz selbstlos. Das Eigeninteresse ist natürlich auch da, junge Menschen zu gewinnen. Und da möchte ich diesen besonderen Werbeblock schalten, insbesondere auch für das Handwerk. Das Handwerk hat hochspannende Karrieren zu bieten. Man verdient dort gutes Geld und hat einen deutlich größeren Vorteil als viele andere Berufsfelder. Man sieht das Arbeitsergebnis wachsen und man erlebt es völlig anders. Und das ist das Defizit, was ich als Landrat so ein Stück weit habe. Der Schreibtisch ist am Ende des Tages vielleicht geräumt, aber die gefühlten Arbeitsergebnisse sind erkennbar andere. Deshalb bin ich in meinem zweiten Leben auch Hobbyhandwerker und schraube und mache viel zu Hause, um dann einfach mal ein Arbeitsergebnis mal tatsächlich auch mal in den Händen zu halten. In diesem Sinne, viele interessante Eindrücke heute beim Präsentationstag. Nutzt die Gelegenheit aber schon mal für Gespräche. Nehmt mal die Schülerinnen und Schüler mal zur Seite und fragt sie mal, wie war es denn, wo bist du denn gewesen? Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Information aus erster Hand, die es dann zu nutzen gilt.
Ja, und dann nutzt diese Chance, auch im kommenden Jahr dann tatsächlich auch eure Talente und Vorlieben mal auszuleben, zu entwickeln. Und dann bin ich mir sehr sicher, dass wir aus diesem Kreis der jungen Schülerinnen und Schüler dann die zukünftigen Schülerinnen und Schüler dieser beruflichen Schulen sehen werden und hoffentlich dann auch mit dann den richtigen Ausbildungsverträgen in der Hand. Vielen Dank an dieser Stelle, viel Vergnügen heute bei diesem Präsentationstag und vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Danke. Ich bin Zeugnis gut bewerben. Nein. Muss er zu sein fahren. Ich habe auch Pflegeschule, hat ja auch Bock. Das muss ich jetzt mal fahren. Wir fahren einfach. Sozialpädagogik als der wichtigsten Berufsfelder im Moment. Wo man sich auch behindert. Zum Beispiel? Krankenschwester. Ist Gesundheitsbereich, im Sozialbereich sind wir im Bereich der Sozialpädagogik unterwegs, oder? Was haben wir noch? Ganz klein vielleicht? Achso, okay. Ja, also habt ihr schon wieder auf Ende ringen, Sozialpädagogik in allen Berufsfeldern dieser Welt. Was Behindertenhilfe ist, was Flüchtlingsbetreuung ist. Schade, zumal wir Ja, genau, gerade Jungs. Ja, in dem Bereich sowieso und im Bereich der Sozialpädagogik bei den Kindern allemal. Kann man das nicht irgendwie angehen, ändern, politisch ändern oder so? Das ist, ich habe dieses Thema schon öfter gehört. Man muss einfach sich öffnen. Die Erwartung, dass man die Aktionshöhen hochsetzt und dann wird man schon genügend Bewerber finden, das macht immer wenig Sinn. Weil wir müssen alle mitnehmen, wir können uns das gar nicht erlauben. Ja, wir bemühen uns natürlich innerhalb dieses Kurses alle Facetten des Serviceberufes beizubringen. Und da fängt es ja erstmal mit der Grundlage an. Ich habe da so viele Besteckteile, esse ich denn von innen nach außen oder von außen nach innen? Das weiß ja auch nicht jeder. Das heißt, wir fangen mit dem Gericht an, kommen dann zum Zweigangmenü, Dreigangmenü und dann zu den Mehrgangmenü. Erik, ich nehme auch eins. Sarah? Ja. Wollen wir noch Foto? Ja. Wirtschaft und Verwaltung. Wir zeigen heute ein paar Sachen, die wir in diesem Kurs gemacht haben, zum Beispiel, wie man richtig telefoniert, der Umgang mit Kunden und das Tastenschreiben. Wie man dann den Daumen mit der Leertaste, müssen dann den Daumen benutzen. Wollt ihr auch mal probieren? Ich bin das auch.